Die Fastenzeit ist vorüber und auch in diesem Jahr feierte der Bogensportclub BB Berlin e.V. zusammen mit drei nahegelegenen Flüchtlingsunterkünften und mit Ben. Ben steht hierbei für Berlin entwickelt neue Nachbarschaften, das Zuckerfest auf der Bogensportanlage Weißensee. Wir feiern heute hier gemeinsam mit dem Kooperationspartner Ben Weißensee und dem Bogensportclub Berlin das Zuckerfest und mit den anderen beiden Einrichtungen aus der Büringstraße und aus der Rennbahnstraße. Das ganze Fest ist auch selbst organisiert von den Bewohnerinnen und Bewohnern von den Unterkünften. Die Bewohner der drei Unterkünfte wurden also selber aktiv und haben das Zuckerfest maßgeblich mitorganisiert. Und das Ergebnis konnte sich definitiv sehen lassen. Für die energiegeladenen Kinder gab es ein großes sportliches Angebot, um sich so richtig auszupowern. Mit Trainern des BB Berlin konnten sie sich zum Beispiel am Bogen ausprobieren und die Grundlagen des Bogenschießens lernen. Aber auch Tischtennis, Torwandschießen, Schwingen, Seilspringen und viele andere Aktivitäten standen für die Kleinen zur Auswahl. Einzig das Wetter spielte in diesem Jahr leider nicht so ganz mit die Laune, von ein paar Regentropfen verderben ließ sich hier aber trotzdem niemand. Was die Beste, was mir hier gefällt, ist also die Bogenschießen und Fußball. Es hat so geregnet in diese schlechte Zeit und ich habe meine Sommersachen angezogen, aber der Wetter ist wieder besser geworden und ja, jetzt kann ich in Ruhe mit meinen Freunden hier spielen. Das Wichtigste beim Zuckerfest ist aber natürlich das gemeinsame Essen, das Fastenbrechen. Und auch hier hatten die Bewohner der Unterkünfte im Vorfeld vieles vorbereitet. So gab es ein Buffet mit allerlei orientalischen Spezialitäten und ein großes gemeinsames Essen auf dem Bogensportplatz. Die lange Zeit des Ramadans, 4 Wochen, sind vorbei. Der erste Tag Zuckerfest wird in der Regel in der Familie gefeiert. Der zweite Tag sind dann Freunde und Verwandte. Und der dritte Tag, ja, auch die Nachbarn sind damit einbezogen, dieses wunderschöne Fest kennenzulernen und mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Wir haben das letztes Jahr schon so gemacht, dass das Fleisch und die Beilagen von den Bewohnern gemacht wurden, gegrillt, vorbereitet. Das Fleisch ist halal geliefert worden. Hier wurde der Integrationsgedanke nun wirklich gelebt. Und so hatte auch beim diesjährigen Zuckerfest des Bogensportclubs BB Berlin e.V. wirklich jeder die Möglichkeit, einen schönen Nachmittag mit Familie, Freunden und Nachbarn zu verbringen.